Zeit nicht mehr zurückdrehen. Und was kommt, hab ich nicht in der Hand. Doch ich weiß, im Hier und Heute ist der Ort, wo ich dich finde. Thank you.
Guten Morgen. Ich begrüße euch hier vor Ort in der Gemeinde oder auch zu Hause. Vielleicht sitzt du gerade auf dem Sofa oder am Küchentisch und schaust zu. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Gottesdienst heißt, wir wollen Gott begegnen und er möchte uns begegnen. Und ich bin froh darüber, dass du dir Zeit nimmst dafür, dass du Gott dein offenes Ohr schenkst. Und zu Beginn möchte ich euch mal so ein paar Fragen stellen. Und wenn ihr die Fragen für euch mit Ja beantworten könnt, dann dürft ihr das gerne zeigen. Wenn ihr das möchtet, dürft ihr die Hand heben. Ihr müsst nicht, aber es macht es ein bisschen interaktiver für mich hier vorne. Die erste Frage ist, bist du in einem Krankenhaus geboren? Da sehe ich doch schon so einige Hände. Meine zweite Frage an euch ist, wart ihr etwa in den letzten 8 Wochen bei einem Arzt? Ganz egal, ob Zahnarzt, Hausarzt, Facharzt. Ja, da gehen auch schon so einige Hände hoch. Und wart ihr in diesem Kalenderjahr schon bei, sagen wir mal, so 3 verschiedenen Ärzten? Ich zähle jetzt auch mal Ergotherapeuten oder Physiotherapeuten dazu. Ja, so ein paar Hände sehe ich auch. Und dann habe ich noch eine Frage. Wart ihr schon mal in eurem Leben bei einer Vorsorgeuntersuchung? Ja, doch. Und habt ihr schon mal Schmerzen gehabt und seid zum Arzt gegangen und habt dort Hilfe erfahren? Ja, das ist schön, ne? Dass man das so erlebt hat. Und jetzt noch ein bisschen anders die Frage, arbeitet jemand von euch im Gesundheitswesen? Irgendwie als Arzt, Krankenpfleger, Therapeut, in der Apotheke, wie auch immer? Ja, doch, auch ein paar. Jetzt haben die Fragen vielleicht schon so ein bisschen verraten, in welche Richtung das heute geht. Wir hier in Deutschland, wir sind sehr gut versorgt. Medizinisch sind wir in unserem Land gut aufgestellt und es geht uns wirklich gut. Ich denke, dass wir vieles als selbstverständlich schon erachten. Und ja, wir dürfen eigentlich dankbar sein, denn nicht jeder Mensch auf der Welt hat es da so gut wie wir. Es gibt viele Teile auf der Welt, in denen die Menschen vielleicht gar keinen Arzt zu Gesicht bekommen in ihrem Leben und Schmerzen haben und keine Hilfe erfahren können. Und genau, heute haben wir Besuch bei uns im Gottesdienst von Jörg und Birgit Bardi. Die beiden arbeiten medizinisch in Peru, sind dort in den Anden tätig und kümmern sich um die Quechua-Indianer, die dort sehr für sich leben und jetzt keinen Arzt vor Ort haben. Und ich bin sehr gespannt, was wir da zu hören bekommen. Und ja, das Erste, was mir so in den Sinn gekommen ist, als ich von der Arbeit gehört habe, war so dieses Zitat von Jesus, als er mal sagte, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, aber die Kranken. Jetzt hat er das vielleicht ein bisschen anders gemeint und ich interpretiere das jetzt gerade sehr wörtlich, aber das ist mir so eingefallen, als ich gehört habe von der Arbeit, dass jemand aus Deutschland ausreist in ein anderes Land, um dort wirklich bedürftigen Menschen zu helfen. Und ich mache jetzt einfach mal die Bühne frei und übergebe das Wort an Birgit und Jörg Bardi. Ja, ich möchte mich erstmal hier bedanken, dass wir heute auch als Gäste unter euch verweilen dürfen. Und wir kommen im Moment aus Freiburg, sind aber angesiedelt zurzeit in Plettenberg und unsere Gemeinde ist in Lüdenscheid. Lüdenscheid, weiß nicht, wer das kennt von euch, liegt bei der A45 zwischen Hagen und Siegen im Märkischen Kreis. Wir haben ganz liebe Grüße euch mitzuteilen von unserer Gemeinde, von der Freien Evangelischen Gemeinde Lüdenscheid. Also einen ganz lieben Gruß von unseren Brüdern und Geschwistern an euch.
zu unserer Person. Jörg kommt aus Dortmund und ich bin in Spanien geboren, dann im Schwarzwald aufgewachsen. Studiert habe ich hier in Homburg-Saar, daher kommt auch der Bezug zur FEG in Homburg. Und wir sind ausgereist 2007, also schon seit 13 Jahren in Peru mit Unterbrechungen. Wir haben angefangen im Missionskrankenhaus Dios Bisoyana, wo wir fast 4 Jahre waren, was uns auch eine sehr gute Möglichkeit gegeben hat, in einem geschützten Raum die Kultur kennenzulernen, die vielen verschiedenen Krankheitsbilder kennenzulernen, mit der super Möglichkeit der Diagnostik, da stand ja wirklich alles zur Verfügung und eben auch sehr, sehr wichtige Erfahrungswerte zu sammeln. Wir wohnen auch noch in der Nähe des Ortes und haben auch Kontakt zu einigen Kollegen, sodass wir auch Quechua-Indianer, die wir in den Dörfern sehen, die unbedingt medizinische Versorgung brauchen, dort hinschicken können. Ja, machen wir mal weiter. Das ist unser Leitvers, der uns begleitet. Was ihr getan habt von einem dieser meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das ist also die Stelle, wo wir uns auch jedes Mal wiederfinden in unserer Mission, dass wir Menschen begegnen, die unter ganz anderen Verhältnissen leben, in einer großen Armut. Und wir können Gott dankbar sein, dass er uns einen Auftrag und diese Berufung gegeben hat, zu diesen Menschen zu gehen, ihnen das Wort Gottes mitzuteilen, durchs Evangelium, durch Evangelisation. Und dass wir die Chance haben, aus unseren beiden Berufen heraus auch noch zuzüglich den Menschen zu helfen in der Gesundheit. Wir wollen euch einen ganz kurzen Einblick geben zu dem Land, zur Situation der Quechua-Indianer und dann ein paar Bilder zeigen von den Einsätzen, aus verschiedenen Einsätzen, damit ihr einen Eindruck bekommt. Zu unserer Berufung, ja, wie wir dazu gekommen sind, überhaupt den Armen helfen zu wollen. Ja. Ich damals als junger Mann, sehr agil, sehr impulsiv, sehr berauschend von der Welt, die Welt zu sehen, habe dann also in jungen Jahren in verschiedenen Ländern die Menschen aufgesucht. Und Gott hat mich eigentlich immer zu den Menschen geführt, die am Rande dieser Gesellschaft leben. Damals war mir noch nicht klar gewesen, was Gott eigentlich mit mir vorhat. Ich hatte aber ein Wohlbefinden, bei diesen Menschen zu sein. Und wie ihr sehr seht, habe ich auch tatkräftig manchmal mitgeholfen bei ihrer Arbeit. Ich habe in einem Missionsvortrag, als ich frisch bekehrt war, von einem Missionar also gehört, dass er eben Kinderheime in Brasilien aufgebaut hatte. Da wurde mir bewusst, wie reich ich eigentlich bin und wie viel Armut es gibt. Und da hat einfach Gott zu mir gesprochen und da habe ich dann einfach gesagt, gut Gott, wenn du willst, ein Teil meines Lebens werde ich dann dafür geben, für die Armen zu arbeiten, wobei ich auch noch nicht wusste, was ich dann studieren würde. Gott hat mich dann geführt, dass ich dann Medizin studiere und es kommen natürlich auch Zweifel auf, ja, ist das wirklich von Gott oder habe ich mir da was eingebildet? Und so habe ich mit einer Freundin am Ende des Studiums ein längeres Praktikum, eine Formulatur in einem Missionskrankenhaus in Ecuador im Regenwald gemacht, um einfach nochmal Gott zu fragen, ja, ist das dein Weg für mich? Bin ich überhaupt geeignet? Kann ich das überhaupt verkraften oder kriege ich dann die Krise? Und so war ich dann in diesem Krankenhaus mit meiner Freundin in Ecuador. Und da seht ihr ein paar Bilder. Wir haben also auch so Flüge in den Urwald gemacht und die Urwald-Indianer also geimpft, untersucht mit dem dortigen Arzt. Das war damals für mich so eine Bestätigung. Ja, wir sind so gewohnt bei anderen Vorträgen mit dem, entschuldigt bitte. Also hier eine Übersicht nochmal von Peru. Auf der linken Seite seht ihr einfach mal eine Abbildung, die sehr schön aussieht, wo ihr eine riesengroße Fläche seht vom Amazonas, wo dieser Amazonas angrenzt, ist einmal in Brasilien existiert er ja und an den Rändern des Amazonas liegt auch Peru. Das seht ihr auf der rechten Seite
Und ja, mach mal weiter. Und hier seht ihr jetzt nochmal eine Auflistung, geografisch auch gesehen. Da sagt Birgit euch nochmal was zu. Ja, einfach ein paar Daten, ne, die zur Bevölkerung. Und da seht ihr, dass also es geografisch in Küste, in Bergland und Urwald aufgeteilt ist. Die höchste Bevölkerungsdichte ist also in der Küste. Im Hochland sind ungefähr fast 40% Quechua-Indianer und im Urwald, da ist, was das die größte Fläche darstellt, ist also die niedrigste Bevölkerungsdichte. Und die Sprache, die Hauptsprache ist Spanisch und es gibt Quechua im Hochland vorwiegend und Aymara und im Urwald halt viele andere Sprachen. Ja. Ja, im Hochland befinden sich auch Tiere. Ihr seht also hier eine Reihe von im Hochland von über 4000 Meter Höhe. Da befinden sich also die Lamas, die Alpakas, die Guanacos und die Vicuñas. Und zur Geschichte ganz kurz, die Spanier sind dann ja nach Südamerika gekommen und haben die dortige Bevölkerung unterjocht, die katholische Kirche halt Zwangsmission gemacht. Es sind sehr viele Inkas gestorben, die höhere Schicht wurde einfach getötet, umgebracht und die Unterschicht wurde dann eben ausgenutzt für Sklavenarbeit, Minenarbeit. Es sind also sehr viele gestorben durch die harten Arbeitsbedingungen und durch eingeschleppte Krankheiten. Man schätzt, dass ungefähr von 5 Millionen Bewohnern, die es damals gab, 800.000 überlebt haben. Und die jahrhundertelange Unterdrückung durch die Spanier und immer weitere Dazuziehende aus dem europäischen Kontinent, die dann einfach die Quechua-Indianer genutzt haben als Sklaven, als Leibeigene, das hat einfach bis auch heute hin ihr Selbstwertgefühl geprägt. Ne? Sie fühlen sich wie Menschen dritter Klasse, werden auch so behandelt von den Mischlingsindianern und von den Weißen, die dort wohnen. Und das spüren wir auch heute noch in der Quechua-Kultur. Ja, ein paar Eindrücke zu der Lebenssituation der Quechua-Indianer. Ja, hier seht ihr ein Adobe-Haus, was aus Lehmblöcken besteht, mit einem Rieddach obendrauf, so wie man das ähnlich in Norddeutschland kennt. Hier die Arbeit von Bauern, die ihr Feld immer noch im Hochland mit Spitzhacken bearbeiten. Und ihr seht hier also jemanden, der einen Pflug hat, der gerade am Pflügen ist. Die Stiere, die dazugehören, hat nicht jeder, die werden also rundum verliehen. Und wenn ihr euch mal so einen Pflug anschaut, aus was er besteht, aus eigentlich purem Holz, das sind so Vorstellungen und Zeiten, die es bei uns mal vor vielen, vielen Jahren auch gegeben hat. Ein Problem ist der Alkoholismus aufgrund ihrer schweren Lebenssituation und dem vielen Leid, was sie durchleben, fangen halt viele an zu trinken. Hier seht ihr, wie sie dann zusammensitzen und aus diesen großen Gläsern Chicha trinken. Chicha ist ein Gebräu aus Mais. Und viele trinken dann, bis sie eben besinnungslos sind oder wirklich nur noch wanken können. Eine Folge dessen ist dann eben, dass auch zu Hause die Männer enthemmt sind. Es gibt sehr viel häusliche Gewalt und auch leider Missbrauch. Da seht ihr einfach zwei kleine Mädchen. Die Kinder werden früh mit in die Arbeitswelt eingebunden und die Kinder identifizieren sich auch schon sehr früh mit den Aufgaben, die sie erwarten. Da seht ihr, wie die Mädchen schon ihre Tragedecken umgehängt haben. Ja, viele haben keine Schuhe, wenn dann nur so Sandalen aus Gummireifen. Das ist das, was sie sich leisten können. Ja, und Spielzeug ist auch nicht vorhanden. Sie spielen halt mit leeren Tassen oder allem Möglichen. Sind also eigentlich Kinder, die trotz allem noch sehr, also mit wenig zufrieden sind. Ja, und hier seht ihr ein Bild,
Was ein großes Problem ist, da die Armut in den Anden, in den Bergdörfern immer noch sehr groß ist und auch keine Hilfe zu erwarten ist, gehen die Menschen oft in die Großstädte zurück. Das heißt, sie wollen in die Großstädte, um einer besseren Zukunft zu begegnen, kommen aber dadurch mehr oder weniger vom Regen in die Traufe. Und das Problem besteht auch darin, die Leute, die sich auf den Weg machen, sind überwiegend und meistens junge Menschen. Die Konsequenz ist, dass die Alten daheim bleiben, zu Hause, alleine sind und nur noch auf sich selbst belassen sind. Also sie landen dann oft in den Slums oder eben als Bettler auf den Straßen. Es gibt aber auch einige, die es schaffen, aus der Armut herauszukommen und sich in der Stadt etwas aufzubauen, ein kleines Geschäft, und dann auch aus der Armut rauskommen in die Wohlstandsklasse rein. Ja, und die medizinische Versorgung, also die lässt wirklich sehr zu wünschen übrig im Hochland. Es gibt ja Ärzte in Peru und es gibt eine sehr gute Ausbildung, die findet aber in den Großstädten statt, und die Ärzte, die vom Staat angestellt werden, verdienen halt nicht so viel und richten sich eine Privatpraxis ein, die eigentlich die Haupteinkommensquelle ist. Also können sie am besten verdienen in großen Städten, wo dann die Menschen sind, die das Geld haben. So will also kein Arzt ins Hochland, weil dort ist keiner, der ihn jemals für irgendeine Dienstleistung bezahlen könnte. Deswegen gibt es also im Hochland also kaum peruanische Ärzte. Es sei denn, sie werden vom Staat dorthin geschickt, und dann sind es die sozusagen ein praktisches Jahr machen, ein Pflichtjahr auf dem Land, die gerade eben fertig mit dem Studium sind und eben wenig Erfahrung haben, die müssen dann ein Jahr auf dem Land, die kommen dann auch von der Großstadt und haben dann selber Probleme, sich zurechtzufinden im Hochland, weil das ist für sie ein Kulturschock. Sie kennen niemanden, sie müssen auch mit dieser Armut zurechtkommen. Die Quechua-Indianer werden ja von jeher diskriminiert, also haben sie auch oft selber eine ablehnende Einstellung zu den Quechua-Indianern. Das spüren diese, und so wollen die Quechua-Indianer ungern in ihre Gesundheitszentren gehen, wenn sie mal was haben, weil sie sagen, ich werde dort schlecht behandelt, ich werde dort beleidigt. Also wir haben wirklich Sachen erlebt, die wirklich sehr, sehr traurig sind. Es gibt auch Ausnahmen, peruanische Ärzte, die ihr Bestes geben, die gut sind zu den Quechua-Indianern, aber das ist wirklich eine ganz, ganz große Ausnahme. Ja, das sind also unsere Ziele, ne? Die Verbesserung der medizinischen Versorgung und auch eben in Kooperation mit den Gemeinden, mit denen wir zusammenarbeiten, auch die Verkündigung des christlichen Glaubens. Hier nochmal der Ausgangspunkt, unsere Basis in Südperu, Kurawasi. Ja, hier habt ihr nochmal einen Überblick. Kurawasi liegt also bei 2700 Meter Höhe, Meeresspiegel her gesehen, und hat eine Ebene, wo sich dieses Dorf halt auf befindet. Hier mal ein Eindruck, wie die Straßen in Kurawasi aussehen. Also es ist sehr ländlich und sehr bedürftig, dort auch mit dem Auto durchzufahren. Hier sehen wir unseren Hausberg. Das ist also ein Muss, wenn einer nach Kurawasi kommt, dort diesen Hausberg mal zu besuchen, weil von dort aus hat er einen fantastischen Überblick auf Kurawasi und auf der anderen Seite in einen riesengroßen Canyon. Hier nochmal ein Bild zur Vorbereitung einer Kampagne ins Hochland. Ja, da werden also das Auto beladen. Das ist jetzt mit einer Organisation, die Emmaus heißt, Peruaner, die eine kleine Klinik aufgebaut haben und von dort aus Einsätze in die Dörfer gestartet haben. Hier so ein typischer Blick in ein Dorf. Man fährt ja über 4000er Pässe oft und schaut dann oft runter in das etwas tiefer liegende Dorf. Manche Dörfer liegen aber auch über 4000 Meter hoch. Ja, wir kommen dann an, zum Beispiel in eine Gemeinde. Manchmal ist es ein Gemeindehaus, was uns zur Verfügung gestellt wird, manchmal ein
eine Schule oder manchmal sind wir auch unter freiem Himmel, manchmal ein kleines Gesundheitszentrum. Die Gesundheitszentren, die es im Hochland gibt, sind leider oft nicht personell gut ausgestattet, weil es halt keine Ärzte gibt. Manchmal ist dort eine Krankenschwesterhelferin oder eine Hebamme und ganz selten eben auch mal ein Arzt im Praktikum. Ja, nochmal zu dem anderen vorherigen Bild. Das war also schon das Team, was wir besitzen. Es gibt also einen Leiter peruanischen mit seiner Ehefrau, zwei Assistenten, es ist zwei Krankenpfleger und wir zwei. Ich muss dazu noch sagen, wir ergänzen dieses Team. Wir sind nicht die Macher. Das heißt, wir sind einfach nur Dienende, die diesem Team zuarbeiten. Und es ist im ganzen Team sehr wichtig, dass, wenn wir arbeiten, nicht der Fokus der medizinischen Versorgung im Vordergrund liegt, sondern dass das immer gekoppelt ist mit einer Evangelisation oder mit einer speziellen Thematik, die aus der Bibel besteht, die die Leute in der Gemeinde im Endeffekt sich erwünschen. Hinzu kommt, dass wir nicht nur diese evangelikalen Gemeinden haben und dass nicht nur Brüder und Schwestern in diesen evangelikalen Gemeinden in diesen Genuss oder in diesen Vorzug kommen, sondern jeder, der dort im Ort lebt und wohnt. Ja, die Quechua-Indianer sind also sehr, sehr geduldige Leute. Sie warten, ohne zu reklamieren, bis sie halt drankommen. Es wird jeder also einmal aufgenommen, personell. Es wird bei jedem eben die Vitalwerte bestimmt. Jeder Quechua-Indianer wird komplett durchuntersucht, egal was er hat. Wir haben gemerkt, dass die meisten Quechua-Indianer noch nie von einem Arzt untersucht worden sind. Und wir haben immer einen Pastor dabei, sodass wir Seelsorge oder auch so eine Privatevangelisation anbieten können, Physiotherapie, eine Apotheke und je nachdem, wer noch mitkommt, eben Ophthalmologie oder ein Zahnarzt. Wir machen auch immer Aufklärung über Hygiene, ne, über Vorsorge, um einfach manche Krankheiten vermeiden zu können. Ein paar Gesichter von Quechua-Indianern. Man sieht, die meisten sind irgendwie traurig, haben so einen traurigen Gesichtsausdruck. Ups. Viele junge Frauen bekommen auch schon mit 15 oder 14 ihr erstes Kind. Ach so. Ja. Das eine Baby, was ihr gesehen habt mit dem... Ja, das hast du jetzt übersprungen. Entschuldigung. Noch einmal. Das hat Krätze. Ne? Also Krätze... Flöhe, Läuse ist also auch sehr weit verbreitet. Die meisten haben Parasiten oder Magenentzündungen, Rückenschmerzen. Es gibt eigentlich auch alle Krankheiten, die es hier gibt. Hoher Blutdruck, Diabetes, Gallensteine, Hernien. Und leider sehen wir auch immer mal wieder Patienten, die eine schwere Erkrankung haben, die hätte schon längst einem Arzt zugeführt werden müssen. Diese junge Frau hat einen schweren Herzfehler, der hätte schon im Kindesalter operiert werden müssen. Ja, und das ist kein Badeurlaub oder dass wir nur nasse Füße kriegen, mal so eben, sondern das war in einer Kampagne, die wir in einem internationalen Team durchgeführt haben. Das waren Kanadier dort, durch eine andere Organisation sind wir dazu gerufen worden zur Unterstützung und wir wussten nicht, was auf uns also zukommt, was uns erwartet werde und eine der Schwierigkeiten war gewesen, Schuhe aus, Socken aus und dann ab durchs Wasser, durch einen Fluss, wobei die Stelle des Flusses die flachste war. Mit all dem Equipment, was wir dazu benötigten für diesen Einsatz, ging es dann also frohes Mutes fußwärts durchs Wasser. Ja, eine andere Situation. Wir kommen auch manchmal an Stellen, wo sonst nur ein Rinnsal oder ein kleiner Bach fließt und wenn die Regenzeit beginnt, wird es eigentlich sehr abenteuerlich. Da kommen viele Fahrzeuge einfach nicht mehr durch, zum Beispiel hier, was sich langsam zu einem Fluss anstaut, durch diese Straßenpassage oder durch diesen Weg durch. Und manchmal ist es so, dass man aussteigen muss, dass so ein Fahrzeug, wie es da ist, erstmal angeordert wird, alles wieder in diesen Wagen reingepackt wird und dass es dann anschließend weitergeht. Ja, also wir haben
Das ist auch noch einer unserer Wünsche. Ne? Wir haben ein Arbeitskonto, ein Projektkonto, wo wir eben für ein geeignetes Fahrzeug sammeln, weil wir fahren bis jetzt immer mit den Öffentlichen und müssen x-mal umsteigen mit dem vielen Gepäck. Und auch in diesem Moment mussten wir alles abladen und eben warten, dass dieser Pickup kam und dann uns da mitgenommen hat. Natürlich sind auch noch viele andere Leute aufgesprungen. Ja, ein Einblick mal ins Hochland. Hier unten das Grüne, das ist Mais. Das ist also ein Anbau. Rechts hier unten und seitwärts seht ihr also Wege und Straßen, die ziemlich steil im Zickzack nach oben gehen. Ja, angekommen waren wir natürlich froh, dass wir unser Ziel erreicht haben. Und auf diesem Foto seht ihr zwei Helferinnen, die aus Deutschland da waren, aber nur ganz kurz, die uns unterstützt haben. Eine war eine Altenpflegehelferin, die andere war Apothekerin. Und das hat uns natürlich enorm geholfen bei diesem Einsatz. Wir haben immer mal wieder Besuch, der dann gerne mitkommt. Wir können also jeden einspannen. Und manchmal gibt es auch Besucher von Missionaren, die Missionare in dem Missionskrankenhaus Diospisoyana besuchen. Und die fragen uns immer, können wir mal mit? Ne? Wir haben, die meisten Einsätze sind aber tagesweite Fahrten. Wir bleiben oft eine Woche, zwei Wochen, manchmal drei Wochen. Dann können die natürlich nicht mit. Aber wenn wir mal einen kurzen Einsatz haben über ein Wochenende, dann haben wir Gott sei Dank immer Helfer. Aber wir wünschen uns natürlich auch Helfer, wenn wir mal weiter weg und länger weg sind. Aber es ist natürlich nicht jedermanns Sache und eine große Herausforderung für manche. Ja, da waren wir dann in einer Kampagne in einem Schulgebäude, wo gerade noch ein Abschlussschulfest stattfand. Ja, hier, man ist also Allrounder, man ist nicht nur Physiotherapeut, man ist Arzthelferin oder Helfer, man ist Apotheker, also man ist Seelsorger, man ist, sag ich mal, Evangelist in der Form, dass man Predigten hält und dergleichen. Also man ist rundum ein Paket, wo ich sage, ja, man ist ein Allround-Mensch. Ja, wir haben Gott sei Dank ein Ultraschallgerät, was uns sehr viel hilft. Auch in der Diagnostik, vor allen Dingen die Quechua-Indianer sind immer sehr beruhigt, wenn man sie mit einem Gerät untersucht. Und dann, wenn man dann sagt, man hat wirklich nichts Schlimmes gefunden, dann sind sie also richtig beruhigt. Das wirkt viel mehr, als wenn man sie gründlich untersucht, was ja eigentlich Mehrwert ist und ihnen sagt, aber ja, das Ultraschallgerät ist also wirklich ein großer Segen, dass wir das haben dürfen. Also hier seht ihr eigentlich so die Vorbereitung. Auch hier wieder der Herr in dem grauen Jacke ist ein Pastor. Also die Quechua-Indianer werden in unseren Kampagnen immer vom Geistlichen betreut auch. Ja, das ist immer sehr wichtig. Und sie werden natürlich vorher registriert bei unseren Vorgängen. Und wir machen mal weiter. Und sie haben sehr viel Geduld. Sie während sie warten, wird oft einfach, wir haben auch so Videos zur Gesundheitsvorsorge, die auf Quechua sind. Wenn es keinen Strom gibt oder die Möglichkeit nicht besteht, dann ist halt immer einer da, der ihnen irgendwas erzählt, aus einer Bibelgeschichte oder irgendjemand macht Vorsorge über Gesundheit. Zeit. Hier haben wir nochmal eine Kollegin, die auch zu Besuch war, die dann mitgekommen ist. Mhm. Ja, und wenn es irgendwie geht, schauen wir auch, dass die Kinder mit reingenommen werden und wir ihnen extra einfach etwas mitgeben dürfen. Hier nochmal ein Team, was aus USA kam. Da waren wir unter freiem Himmel in der Region Cusco auf fast 4000 Meter Höhe. Da wurden dann auch die Schulklassen einfach alle, bekamen eine Zahnvorsorge. Da sieht man ne, die blaue Plane, die aufgespannt wird, einfach an so Pfosten dran genagelt und dann hat man damit die Sprechstundenzimmer abgegrenzt. Ja, auch werden wir manchmal zu einem Kinderheim gerufen, was eine Stunde von unserem Wohnort entfernt ist. Und ein- bis zweimal im Jahr sind wir dann dort anwesend, um die Kinder halt zu untersuchen, um nach dem Rechten zu schauen, dass es ihnen halt gut geht. Inzwischen gibt es aber auch in Kurawasi selbst ein Kinderheim, was von einer Missionarin aufgebaut worden ist.
Ein anderes Thema sind die Hausbesuche. Wenn wir in Einsätzen sind, gibt es auch immer mal Menschen, die nicht kommen können, weil sie eine Gehbehinderung haben oder es zu weit weg ist. Der Kontaktmensch vor Ort, der führt uns dann zu ihnen hin, sodass wir sie dann auch in ihren Häusern und Hütten besuchen. Diese Frau hatte ein ganz schweres Rheuma, was überhaupt nicht richtig eingestellt war, konnte kaum gehen. Sie hätte zwar auch nicht sitzen, sie hätte 2 Stunden fahren müssen, um überhaupt ins nächste Krankenhaus kommen zu können, wo ein Rheumatologe sitzt. Da seht ihr ihr Zuhause. Das ist keine Wäscheleine, wo die Wäsche hängt, das ist einfach ihre Garderobe. Sie haben oft keine Möbel, sie hängen das dann einfach über eine Leine, ihre Kleider. Und ihr Hab und Gut ist dann einfach in Tüten und Säcken untergebracht. Hier eine andere Familie, die wir besucht haben. Die junge Frau ist blind, seitdem sie 16 ist. Sie hat geheiratet, hat 2 kleine Kinder und hatte dann, bevor wir kamen, Krampfanfälle. Sie konnte nicht gehen, sie hatte Taubheitsgefühl und Schwäche in Armen und Beinen. Und man sagte ihr, sie würde sterben. Dann kam eine Prophetin, die sagte, sie würde von alleine gesund werden, man sollte gar nichts machen. Die junge Frau litt aber entsetzlich unter den Krampfanfällen, die sie bei vollem Bewusstsein als sehr schmerzhaft empfand. Und es hat wirklich sehr viel Zeit und Hartnäckigkeit gebraucht, dass wir sie dann wirklich einem Neurologen zuführen konnten, der sie aufgenommen hat, stationär behandelt hat und auch die richtige Diagnose gefunden hat. Hier besuchen wir sie einige Monate später, wo es ihr dann wieder gut ging und sie dann wieder ihre Kinder versorgen konnte. Ja, so wohnen die Menschen dann da oben. Und wir, wenn wir dort oben arbeiten, werden dort in diesen Häusern mit untergebracht. Da sieht man, ist die Beleuchtung ein bisschen zu hell, wie wir schlafen dort. Also ganz einfach, spontan, manchmal sind es auch nur die Lehmböden und darunter liegen wir auf Schafsdecken. Ja, das ist so eine übliche Toilette, die man dort aufsuchen kann, wenn die Not groß wird. Eine Waschstelle, wo man sich morgens früh halt eben waschen kann, um sich ein bisschen frisch zu machen im Ganzen. Ja, und wir fragen uns natürlich bei den ganz jungen Menschen, wie sieht deren Zukunft aus und wie können diese Menschen aus diesem Dilemma der Armut eigentlich rauskommen. Auch alte Menschen, die verlassen worden sind von ihren Angehörigen, von ihren Kindern, sind meistens ganz allein und müssen zusehen, wie sie zurechtkommen. Traurigkeit sieht man grundsätzlich viel in den Gesichtern dieser Menschen. Hier ein Bild von Christen, da hat sich das Gesicht, der Ausdruck des Gesichtes schon gewandelt, weil wir haben immer wieder festgestellt, wenn Menschen zum Glauben kommen und mit diesem Glauben leben, gibt es einen Prozess in ihnen, im Innerlichen, der einen gewissen Wandel vollzieht. Hier ein paar Bilder von einer Quechua-Gemeinde, wie sie war im Ort. Also sie haben oft eine ganz einfache Ausstattung, manchmal auch noch nicht mal Bänke, sitzen dann auf so Lehmblöcken. Wenn gekocht wird zu einer Veranstaltung, dann geschieht das oft auf dem Lehmboden, in der Hocke. Es wird eben über Holzfeuer gekocht für 100 Leute, 200 Leute. Es ist echt erstaunlich, wie die Quechua-Frauen das schaffen mit einer Gelassenheit und Ruhe. Die ist wirklich bewundernswert. Ja, und das ist dann die Überraschung, die uns immer betrifft, wenn es in den Gemeinden dann eine Festivität gibt oder eine Großveranstaltung war, wird also gekocht für die ganze Gemeinde und zum Schluss, weil ja alle gekocht werden, werden wir eigentlich immer reichlich gesegnet mit einer so riesigen Portion. Und das erste Mal, als ich sowas bekam, habe ich gesagt, Birgit, das kann ich gar nicht essen, das passt bei mir gar nicht im Magen rein. Es ist also immer ein Zeichen der Gastfreundschaft, dem Gast einen besonders vollen Teller zu reichen. Und wir waren überrascht, was da oben drauf lag. Ich hatte das noch nie gesehen gehabt und da habe ich gesagt, Birgit, was ist denn das, was wir da jetzt kriegen? Und Birgit schaute auch hin und sagte, du, weißt du das nicht? Das ist doch ein Kui. Ein Meerschwein. Ich sage, was ist ein Kui?
ein Meerschweinchen. Also in Peru gibt es bei besonderen Festivitäten im Hochland, das ist was ganz Außerbesonderes, Außerordentliches und Besonderes, ein Cuy. Ja, ein paar Bilder zum Frauenkreis in der Quechua-Gemeinde. Und die Frauen sind also auch sehr aktiv, immer wenn etwas vorzubereiten ist, sind sie also gerne dabei. Ja, in unserer Freizeit sind wir auch oft gefordert, wenn wir dann zu Hause sind. Deswegen sollten wir öfters mal Urlaub machen und ganz wegfahren. Das haben wir leider etwas vernachlässigt, sodass wir dann auch oft zu erschöpft sind. Wir besuchen halt Familien im Ort, da haben wir Kontakt zu einer Familie, wo die Frau Alkoholikerin ist, Paulina. Hier eine Tätigkeit. Es war wieder ein Kind unterwegs. Man wusste nicht, wer der Vater im Grunde war. Also musste wieder ein Bett her, weil die Not der Betten sehr groß gewesen ist. Hier bei uns mal Nachhilfeunterricht bei Kindern, die also wirklich Probleme haben mit ihren Hausaufgaben und beim Lernen. Und hier nochmal ein Bild. Manchmal kommt Paulina verzweifelt in ihrer Not und Situation, weinend und versucht, bei uns Hilfe zu holen. Birgit gibt ihr dann seelsorgerischen Beistand und Trost. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir haben ein klein bisschen Überzogen. Tut uns leid, aber ich denke, ihr könnt uns das verzeihen. Gut. Unsere Aussendemission ist die VDM. Wir haben noch Rundbriefe von 2018. Wir hatten ja ursprünglich vorgehabt, Reisedienst 2018 zu machen. So hatten wir ein paar mehr drucken lassen. Und wer möchte, kann sich dann einen mitnehmen. Die liegen auch draußen im Foyer. Also vielen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit. Ja, danke für euren Bericht. Es war wirklich spannend, euch zuzuhören. Und ja, so einen kleinen Kulturschock habe ich da gerade bekommen, allein von den Fotos schon. Also uns geht es wirklich gut hier. Lasst uns doch mit Gott sprechen und wir stehen dazu am besten auf. Jesus, danke, dass wir in einem Land leben, in dem wir medizinisch gut versorgt sind. Danke dafür, dass sich viele Menschen darum kümmern, dass wir Hilfe erfahren können, wenn wir krank sind. Und ja, wir sehen aber auch, dass es viele Teile der Welt gibt, in denen große Not herrscht. Und ich möchte dir danken für Menschen, die sich rufen lassen, dort zu helfen. Danke auch für Jörg und Birgit, die dorthin gereist sind und sich dort so einbringen. Bitte segne ihre Arbeit, segne die beiden. Und ich möchte dich auch bitten, dass du den Segen auch über die Arbeit von dem Krankenhaus dort vor Ort, dass du das auch segnest, die Hospizianer, dass dort medizinisches Personal geschult werden kann, was dauerhaft die medizinische Versorgung in den Anden verbessern kann. Darum möchten wir dich bitten. Und wir danken auch dafür, dass sie dort einfach mit Nächstenliebe, mit deiner Liebe zu den Menschen gehen und dass sie auch nicht nur medizinische Hilfe bringen, sondern dass sie auch deine Liebe mitbringen und die gute Nachricht von dir. Und ich möchte dich auch bitten, dass du jetzt hier diesen Gottesdienst segnest, dass du unsere Herzen weit machst für deine Botschaft und dass du Jörgs Worte nutzt, um in unsere Herzen zu sprechen. Amen. Jetzt werden wir erst noch ein bisschen Musik genießen dürfen.
durch Gnade steh ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir, der mich erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein ewiglich. Wenn mich mein Herz erneut verdammt und Satan flößt mir Zweifel ein, höre ich die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. Oh, preis den Herrn, der für mich kämpft und meine Seele ewig schützt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den gesprochen durch den Sohn. Sein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinem Namen darf ich sein, in deinem Namen darf ich sein. Jesus, I've forgotten the words that you have spoken. Promises that burned within my heart have now grown dim. With a doubting heart, I pant of earthly wisdom. Forgive me for my unbelief. Renew the fire again. Thank you.
I've learned to know you and your tender mercies, like a river of forgiveness ever flowing without end. I bow my heart before you and the goodness of your presence, grace forever shining like a beacon.